Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu meiner Roomtour. Und ja, es hat sich zwar keiner gewünscht, aber ich habe gedacht, ich mache es selber mal trotzdem. So, also ihr seht ja schon hier mein Aquarium. Ich gehe einfach mein Zimmer so von vorne bis hinten durch. Und das ist quasi mein kleines Aquarium. Zu den großen kommen wir gleich. Und wir sehen ja auch schon die Guppies und Neons, die sich in diesem Becken befinden. Oder ein Bodenfisch. Ich weiß jetzt halt nicht mehr den genauen Namen davon. Wir haben hier halt meinen Vulkan so, der für Sauerstoff sorgt. Und da oben links habt ihr auch kurz eine Garnele gesehen, eine Steingarnele. Und ja, das war... Ja, da habe ich irgendwie noch behindert nach hinten gefilmt, keine Ahnung warum. So, dann da hinten habe ich irgendwie so Trash in der Ecke. Also da habe ich auch so eine Matte, die kommt dann bald unter das Aquarium, unter das kleine. Die habe ich noch übergehabt vom großen Aquarium. Und halt meine Eimer. Und ja, da ist das Licht quasi von meinem großen Aquarium und die Silikonspritze, da ich einige Wartungsarbeiten durchführen musste. Das seht ihr aber gleich. Hier sind, ja, Bilder aus London habe ich damals gekauft. Und waren viel zu teuer und so. Sind halt so Gamer-Bilder, sage ich mal. Und halt meine zwei Kommoden, wo sich Klamotten und so halt befinden. Und halt Technik-Sachen. So, hier ist meine Tür. Und ja, hier seht ihr mein Bett. Wow, super. Und halt das große Aquarium schon. Und hier ist meine Vitrine, die ich halt schon ewig habe. Da habe ich halt solche Steine, solche Kristalle und so drin. Und oben drauf sind halt solche Erinnerungen und unter anderem auch Kristalle und sowas, was sich halt so über die Jahre ansammelt. Dann gehen wir mal weiter zu meinem großen Aquarium und da seht ihr schon die große Baustelle. Ja, also das ist mir gerade gestern passiert, dass diese Platte, die gerade von diesen Schnüren gehalten wird, dass die jetzt mit Silikon musste, die jetzt wieder festgemacht werden. Und deswegen auch diese Zwänge, diese große, dass halt die Scheibe nicht nach außen sich biegt. Das war nämlich so der Fall, da bin ich morgens aufgestanden und habe gedacht, oh shit, ne? Und ja, da habe ich ganz viel andere Fische, die sieht man jetzt leider nicht so gut. Weiß auch jetzt nicht so die Bezeichnung für die Fische, tut mir leid dafür. Ja, da kommen aber noch Skalare auf jeden Fall rein. Und ja, die Abdeckung liegt, wie gesagt, halt da hinten und ist halt alles so ein bisschen provisorisch. Leider, leider, also ich hätte es lieber schon, dass es halt drauf ist, aber ich wollte die Roomtour halt einfach mal raushauen quasi. Und ja, das Aquarium läuft soweit, aber ja, musste auch ein bisschen mehr Wasser rauslassen. Und ja, hier seht ihr schon mein Setup, unter anderem mein Gaming-Stuhl und ja, und ihr seht richtig, ich habe einen Laptop. Ich spiele nur mit einem Laptop und nehme auch damit auf quasi. Und ja, hier mein Mikrofon, mein Headset, ist auch in der Beschreibung verlinkt. Das ist ein Turtle Beach und ein Auna, Techniker. Mikrofon 2020, dann hier mein Hintergrund, mein CD-Laufwerk, dann hier meine Magnetwand mit ganz vielen Magneten aus allen möglichen Städten, wo ich mal war. Dann meine Studio-Uhr, die beleuchtet ist, die zeige ich aber auch gleich, also die mache ich an. Hier mein schöner DX Razer, mit dem ich mega zufrieden bin. Dann hier meine Mountain Dew-Ecke, also hier habe ich ja diese Mountain Dew-Dosen, sammle ich die quasi. Da sind meine Doritos und so drin, aus der USA halt importiert, die lasse ich immer halt einfliegen so. Also die kann man halt bestellen im Online-Shop. Und ja, hier sind ein paar unwichtige Bücher und noch mehr Energy-Drinks. Ja, super. Dann hier mein Coca-Cola-Kühlschrank aus dem Mediamarkt für 80 Euro oder so. Und hier habe ich halt auch so Sachen, die halt kühl bleiben müssen. Und noch so Cheese aus Amerika. Hier Titanfall Mountain Dew. Was ich gerade eben getrunken habe, das hat mega nice geschmeckt. Das war so Cherry. Da hinten ist noch mein Mountain Dew-Vorrat. Und ja, hier ist meine YouTube Money Geldzählmaschine, die man sogar so aufmachen kann. Also ja, die geht quasi so auf. Benutze ich eigentlich fast gar nicht. Dann hier mein iPhone 5S, was auf einer Apple-Halterung steht. Beziehungsweise, ja, da kann man das halt drauf tun und es lädt dann und ist mit dem PC verbunden. Dann mein schöner Laptop, mein YouTube-Kanal, was ich halt eingeblendet habe. Hier haben wir meine Lemaitre-Uhr unter meinem Monitor. Die zeigt die Uhrzeit halt an. Natürlich Wetter, Radio, Timer. Also das ist ein Timer.
Dann meine Follower auf Twitter, das sind momentan 3402, die Insta- und YouTube-Abonnenten halt. Und hier sind noch Notizen und hier Gommespiele, aber das funktioniert leider irgendwie nicht mehr. Und dann hier nochmal die Zeit. Dann habe ich ein Programm, das heißt Wallpaper Engine, damit bewegt sich halt ein bisschen so der Hintergrund. Das sieht man jetzt bei diesem Ausschnitt nicht. Allerdings kann man da richtig lustige Sachen einstellen, wie man kann, wie man hier sieht. Zum Beispiel, dass halt die Mauszeiger irgendwie, dass der so verfolgt wird. Oder was gibt's hier noch? Ja, halt so ein Strand, wo sich halt die Palmen so ein bisschen bewegen. Oder halt sowas. Are you a real villain? Oder ein Equalizer mit fetziger Mucke. Naja, genug geredet. Hier habe ich noch meinen Discord-Server. Den Link dazu werde ich euch in die Beschreibung packen. Da könnt ihr gerne mal joinen. Oder halt draufkommen. Ich weiß, ich habe den einfach mal so just for fun erstellt. Hier ist das Programm für meine Maus, auch von Shakun. Und da kann man halt alles Mögliche einstellen. Und hier haben wir den teamscracker.net, wo wir momentan Bilder suchen. Also da könnt ihr euch im Forum bewerben. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr auf dem Discord auch vorbeischauen würdet. Mal schauen, wie viel User wir bekommen. Wäre natürlich nice, wenn wir irgendwie so 1000 registrierte User oder so bekommen. Das wäre schon ziemlich episch. Und ja, wie gesagt, das externe CD- bzw. DVD-Laufwerk. Dann da unten hat man gerade meinen Mülleimer gesehen. Hier der GoPro-Koffer, der richtig nice ist. Den habe ich aber, das ist nicht meine GoPro leider, das ist nämlich die vom Real-Life-Freund. So, dann hier mache ich meine Hausaufgaben immer. Und ja, das ist halt der Tisch. Wenn ihr fragt, der Tisch ist Marke Eigenbau. Da habe ich mir einfach eine Küchenplatte im Baumarkt gekauft und habe die dann auf die zwei Container rechts und links gestellt und diese Stützer. So, stellen wir mal den Stuhl wieder zurück und ja, hier habe ich meine alte Lego-Sammlung, beziehungsweise mein komplettes Lego, was ich ja damals angesammelt habe. Das verkaufe ich aber demnächst. Hier ist meine Couch, die ist quasi ein bisschen unbenutzt, dazu später aber mehr. Dann machen wir das Licht mal aus und ich würde sagen, ich schmeiß mal die LEDs an, also ich mache die mal an, weil das sieht wirklich mega nice aus. Ich werde irgendwie Musik oder so einfach hinterlegen, weil ich dazu halt nicht mehr sagen kann. Die habe ich halt im Baumarkt für 40 Euro oder so gekauft und habe die hinter den Tisch geklemmt. Zunächst habe ich aber erstmal meine Studio-Uhr angemacht mit so einer Funksteckdose. So, hier seht ihr nur mal, wie ich die am Tisch festgemacht habe, also einfach mit Nägeln und mit Kleber, also mit so extrem starken Klebeband halt, weil das halt auf Sparen, auf Presssparen richtig schlecht gehalten hat und da muss ich auf jeden Fall was tun. Hier ist noch eine chinesische Zeitung, die mal mitgeliefert wurde bei so einem Paket, weil ich irgendwie alles aus China bestelle, weil es da am billigsten ist. Hier sind meine Kabelhalter, die montiere ich demnächst an die Wand. Vielleicht werde ich da einen Vlog auf meinem Joscha-Kanal machen, mal schauen. Aber da gibt es eigentlich nicht groß zu filmen, die mache ich dann einfach hinten an die Wand, dass das mal ein bisschen mehr geordnet ist. Und hier seht ihr nun mal mein komplettes Zimmer. Und hier halt noch dieses Surf-Ding, also es ist so ein Dings, was du halt aufblasen kannst, habe ich auch von Shakun gesponsert bekommen, es war halt alles in diesem Pack da dabei, ja. Ich würde sagen, da die Fische noch nichts zu essen heute bekommen haben, beziehungsweise noch nichts zu Abend gegessen, gebe ich denen einfach mal Futter, dass so, ja, dass ihr die auch mal seht, so ein bisschen mehr. Wie gesagt, oh, jetzt leckt das Bild ein bisschen stark, okay, passt schon. Ja, wie gesagt, da seht ihr halt nochmal die Fische und meinen Bodenwels oder wie man den auch nennt.
Ja, und die Neons habe ich erst frisch gekauft. Die sind noch richtig klein und putzig. Und ihr habt auch ein paar Baby-Guppies gesehen. Also die bekommen halt Junge, die können halt Junge bekommen. Und das war halt so. Deswegen habe ich auch noch so einen riesen Busch im Aquarium halt. Und jetzt fütter ich die großen Fische mit dem großen Futter, logischerweise. Von denen sieht man leider nicht allzu viel auf der Kamera, aber schon etwas. Ja, also da gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Die sind halt auch noch etwas scheu und man sieht sie halt nicht so gut, weil ich halt die Beleuchtung leider nicht drauf hatte. Jetzt zeige ich euch noch, wie mein Aquariumschrank von innen aussieht. Den habe ich nämlich selber gebaut, einfach mit so Holzbalken. Da sieht man leider nicht viel drin. Ich habe da halt Licht drin montiert und da habe ich quasi Noppenschaum an die Wände gemacht, weil die Sauerstoffpumpe eben ziemlich brummt und es ist halt in der Aufnahme immer blöd. Und deswegen, ja, habe ich da halt Noppenschaum innen ausgeklebt, was halt mega irgendwie die Arbeit war, weil ich da irgendwie reinkrabbeln musste, aber ich bin ja ziemlich klein und schlank, deswegen ging das eigentlich. Und ja, man hört jetzt fast auch fast gar nichts mehr von dem Ding. Hier sieht er nur mal den Deckel davon, den habe ich aber mit Klettverschluss aus dem Baumarkt halt gekauft und habe den dann da dran gemacht und das klappt ziemlich gut. Und das war's eigentlich auch mit der Roomtour. Und wenn es euch gefallen hat und ihr was heißt mehr von davon sehen wollt, oder ich weiß nicht, ob ich da noch Updates machen werde, nämlich baue ich den Aquariumschrank anders noch. Und ich habe noch eine Frage, und zwar wisst ihr oder habt ihr eventuell eine Ahnung, wie ich da einen Monitor noch vor die Couch platzieren könnte? Also ich möchte mir nämlich so eine Halterung kaufen, die man an die Schräge platzieren kann, aber so, dass der Monitor noch zu Couch guckt. Wenn ihr da einen guten Artikel habt, dann könnt ihr es mir gerne in die unten in die Kommentare ballern, dann gucke ich mir das auf jeden Fall an. Denn das ist halt auch Rigips und ich weiß ja, wie viel das halt aushält. Und hinten an die Wand ist halt auch richtig, weil ich ja nicht so viel Platz habe. Aber dass ich halt so Filme gucken kann, wäre das halt schon ziemlich nice, wenn ich irgendwie so einen Schwenk kaufen könnte, so für einen Monitor. Dann war es eigentlich mit der Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao!